diesem Video werde ich dir eine Technik geben, mit der du garantiert abnehmen kannst. Bist du unzufrieden mit deinem Gewicht, unglücklich mit deinem Körper? Dann hör mir zu und ich garantiere dir, dass ich dir helfen kann, mit diesem Video auf jeden Fall in Zukunft auf Dauer einen gesunden, schlanken Körper zu haben. Es gibt dir drei, für mich gibt es drei Säulen, die helfen, einen gesunden Körper zu haben. Das erste und wichtigste ist das Mindset, was die wenigsten haben. Das zweite ist dann die Ernährung und das dritte erst ist dann der Sport. Wir reden jetzt aber nur über das Mindset. Ja? Ernährung, Sport, da gibt es viele Videos auf meinem Kanal und wenn ihr dazu Fragen habt, kann ich die gerne unten beantworten. Wichtig ist das Mindset. Was ist denn das Mindset? Das Mindset ist das, was du in deinen Gedanken hast, was du denkst. Das ist sehr wichtig und wird sehr oft unterschätzt. Okay? Nicht nur beim Sport oder beim Abnehmen, auch bei vielen anderen Dingen. Wenn du wirklich abnehmen möchtest, musst du dich fragen, liebe ich mich selbst? Das ist eine Aufgabe, die ich dir jetzt stelle. Schreib es dir auf. Liebe ich mich selbst? Die zweite Frage. Bin ich es wert, einen gesunden Körper zu haben? Ich bin mir sicher, dass du es wert bist. Jeder Mensch ist es wert, gesund zu sein und glücklich zu sein. Diese zwei Fragen sollst du dich fragen. Bin ich es wert? Liebe ich mich selbst? Das dritte. Möchte ich abnehmen? Du willst abnehmen, oder? Also sagst du bestimmt ja. Du musst dir jeden Tag bewusst machen, ich liebe mich, ich bin schön, wie ich bin, ich möchte abnehmen und ich verdiene es, einen gesunden Körper zu haben. Mach dir das jeden Tag bewusst. Du bist, was du denkst. Das hört sich dann immer so blöd an, ja, so ein blöder Spruch, du bist, was du denkst, aber es ist wirklich so. Unsere Gedanken sind real, die sind da. Wir können sie nicht sehen, wir können sie nicht hören. Es ist genau wie der Wind oder wie die Luft, die wir jetzt gerade einatmen. Ich kann die Luft nicht sehen, aber ich kann sie einatmen. Mein Körper lebt durch diese Luft, sonst wäre ich nicht da. Die Luft spürst du, wenn du mit dem Auto die Autobahn rast und dann kommt dann der Wind und das Fenster ist offen, da kommt ja dann der Wind rein und deine Haare fliegen. Da spürst du, dass der Wind dann da ist. Und so ist es auch mit den Gedanken. Die sind da. Und das, was du denkst, das wird Wirklichkeit. Da gibt es verschiedene Bücher dazu, die ich auch gelesen habe. Sehr, sehr interessant. Wie wir mit unseren Gedanken Dinge anziehen können. Okay? Also mach dir bewusst, dass du es verdienst, abzunehmen. Es ist manchmal auch eine schwierige Aufgabe. Es hört sich so leicht an. Vielleicht denkst du, klar, verdiene ich es. Klar, liebe ich mich. Ich liebe mich. Und dann nimmst du trotzdem nicht ab. Dann sagst du es oberflächlich. Dann meinst du es nicht ernst. Du musst es ernst meinen und musst dir wirklich diese... Also nach dem Video kannst du nochmal in Ruhe, wenn du Zeit hast, darüber nachdenken, ob du dich wirklich liebst. Es sind viele Kindheitserinnerungen, viele Erlebnisse im Leben, die einen formen. Und es kann sein, dass du dich wirklich nicht liebst. Wir sind halt meistens so getrimmt und so aufgewachsen, dass wir nur geliebt werden, wenn wir Erfolg bringen. Oder wenn wir Leistung bringen. So rum meine ich das, ja. Wenn ich Leistung bringe, werde ich geliebt. So sind die meisten getrimmt, okay. Ansonsten bin ich es nicht wert. Ich bin nur was wert, wenn ich ja irgendwas schaffe. Ansonsten bin ich es nicht wert. Aber jeder ist wert, geliebt zu werden. Und jeder ist es wert. Es ist etwas Besonderes. Mach dir klar, dass du etwas Besonderes bist. Liebe dich selbst. Das ist sehr, sehr schwierig. Wenn du diese Sachen beachtest, dann wirst du abnehmen. Wenn du denkst, es ist schwierig abzunehmen, dann wirst du es nicht schaffen. Wenn du denkst, ich werde abnehmen und ich werde einen gesunden Körper haben, schaffst du es abzunehmen. Das, was du denkst, wirst du erreichen. Ich hoffe, dass du mich verstehst. Ansonsten kannst du mir nochmal Fragen unten schreiben. Ich will das Video nicht sehr lang halten, es soll wirklich sehr kurz sein. Aber mach dir positive Gedanken, die sind sehr, sehr, sehr wichtig. Nicht nur beim Abnehmen, bei vielen anderen Sachen. Ob du erfolgreich sein willst im Beruf, die Menschen, die Blöden, die dich umgeben. Mach dir positive Gedanken. Wenn du da Fragen hast zu anderen Themen, kann ich auf jeden Fall gerne ein Video machen. Und dann, wenn du dir positive Gedanken machst, dann wirst du es schaffen, einen gesunden Körper zu haben, weil du es verdient hast, einen gesunden Körper zu haben. Du hast es verdient, gesund zu sein. Für deine Kinder, für deine Geschwister, für deine Eltern, für dich selbst, für deinen Partner. Du bist es wert, egal was die anderen sagen. Okay? Die meisten, die übergewichtig sind, haben leider sehr viele schlechte Erlebnisse, weil sie sehr viel von anderen niedergedrückt werden, fertig gemacht werden. Ach, die wird ja eh nicht abnehmen, die schafft es ja sowieso nicht. Oh, du musst hungern, du musst weniger essen. Das hat aber nicht wirklich viel mit dem Essen zu tun. Wenn bei dir das Mindset stimmt, dass du sagst, ich möchte einen gesunden Körper haben, dann wird das Essen automatisch alleine von dir umgestellt. Du wirst automatisch dich im Internet informieren wahrscheinlich oder in Büchern informieren, was ist gut für meinen Körper, was braucht mein Körper, was kann ich einkaufen, was kann ich essen, wie kann ich es zubereiten. Das kommt dann mit der Zeit und so kommst du auf die richtige Schiene abzunehmen. Wenn du das hast, schaffst du es abzunehmen.
So leicht ist das. Also so leicht ist es nicht wirklich. Du musst an dir arbeiten und musst dich damit beschäftigen, dass du dich selbst liebst und dass du es wert bist, einen gesunden Körper zu haben. Dann schaffst du es auch abzunehmen. Okay? Es ist ein langer Prozess und ein langer Weg. Mach dir keinen Druck, es soll nicht sofort klappen. Es braucht alles seine Zeit. Ja? Erstmal das Mindset. Wenn das stimmt, wenn deine Gedanken stimmen, wenn die positiv laufen, wenn sie positiv denken, dann kommt das andere langsam, Schritt für Schritt, langsam, langsam. Und dann schaffst du es abzunehmen. Ich garantiere dir das. Du wirst es schaffen, abzunehmen. Wenn du dich selbst liebst und wenn du davon überzeugt bist, dass du es wert bist, dann schaffst du das. Falls du weitere Fragen hast, stell sie mir unten in den Kommentaren. Und dann wünsche ich dir alles Liebe und bis bald zum nächsten Video.